Und damit herzlich willkommen beim Stoke City. Ja, meine lieben Leute, es geht jetzt weiter in der Karriere. Der nächste Schritt ist getan. Der nächste Schritt heißt Stoke City. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, da wir ja erst beim MSV Duisburg angefangen haben in der zweiten Liga. In der zweiten guten Bundesliga bis in die erste Liga getragen haben. Da sehr unerfolgreich gespielt haben und das bis zur Winterpause. Klar sagen jetzt manche, du hättest doch bleiben können, die nächste Saison noch, also die Saison in der Bundesliga beenden können. Allerdings habe ich mir dann gesagt, ja, aber Leute, wenn wir in die zweite Liga rutschen, dann haben wir ein Problem, dann können wir nicht mehr so schnell wechseln und ich habe keine Lust auf nochmal zweite Liga in Deutschland, deswegen habe ich mir gedacht, ich werde jetzt nach England wechseln, das Mutterland des Fußballs. Und ja, das ist das Team, das ist das tolle Team, was ich einfach mal sagen muss. Die Platzierung ist peinlich für dieses Team, aber das werden wir schon wieder gut machen. Ja, also Wolscheid kennt jeder, Shaqiri kennt jeder, ich schätze mal, Bojan kennt jeder, Afellay kennt sogar jeder, Joselu von Hannover. Johnson eventuell auch noch, also ich kenne natürlich alle so gut. Peter Crouch, die Legende, ist auch noch dabei. Was natürlich noch geil ist, dass er noch dabei ist. Den müssen wir natürlich noch auf jeden Fall irgendwie im Team halten. Und das ist das ganze Team. Manche habe ich schon auf die Transferliste und sowas gesteckt, damit da kein Problem entsteht. Damit wir da schon mal so anfangen können. Allerdings, dass die komplette Mannschaft, so werde ich auch das erste Spiel angehen gegen Newcastle, wo ich erst hin wollte, aber dann es doch gelassen habe. Was auch noch geil ist, ist 56 Millionen am Budget. Da werden wir auf jeden Fall uns nochmal umschauen, ob wir da was Gutes holen für manche Positionen. Zum Beispiel bei links, zum Beispiel über Mittelfeld. Das ist noch nicht ganz so, was ich haben möchte. Und ja, in der Tabelle sieht es natürlich so aus. Erst 9 Punkte in 15 Spielen. Das ist sehr schwach in der Barclays Premier League, aber noch sind einige Spieltage zu spielen und wir sind noch nicht mal in der Winterpause und das nächste Jahr 2017 steht bald an und in diesem Jahr soll unser Jahr werden und bestenfalls möchte ich nächstes Jahr mit Stoke City noch eine Saison spielen, um dann da oben angreifen zu können. Das ist das Ziel. Ich habe gesehen, wir sind überhaupt nicht mehr irgendwo dabei, also FA Cup beginnt ja erst im Januar, da sind wir dabei, allerdings sind wir nicht mehr im Capital One Cup dabei. Da hat uns eine No-Names-Mannschaft im Achtelfinale rausgekickt, was mich nicht so erfreut hat, denn diesen Cup hätten wir gewinnen können. Gut, das ist jetzt halt vorbei, aber gut. Damit werden wir wahrscheinlich noch leben können. Also das ist das Team. Odem Wingi, der wird auf jeden Fall weggehen, weil er sein Karriereende ausgesprochen hat und ja, da sehen wir noch hier einen guten Cameron, das ist ein guter Innenverteidiger aus den USA. Shaqiri, ja, das könnte man alles verkaufen, aber ich habe jetzt erstmal mir gedacht, dass ich hier diese Jungs erstmal leihen möchte, den Rest möchte ich erstmal behalten, obwohl so ein Horgaard können wir auch noch hier auf die Leihliste setzen, auch so ein Stürmer hier, der uns eigentlich, glaube ich, nichts bringt, so richtig aus Finnland. Teixeira bringt uns nichts. Die können ja erstmal doch wirklich mal auf die Leihliste, das habe ich vergessen. Und der kommt aus Irland, auch ein guter Mann, glaube ich. Kurasik. Obwohl einen brauchen wir, Dominik Kurasik aus Polen, der bleibt mal lieber in der Mannschaft. Und Transferverhandlungen haben wir da welche? Nee, haben wir nicht, natürlich nicht. Und wir werden, ja, Peter Crouch werden wir jetzt mal noch ein Angebot machen, dass er noch bleibt, denn Peter Crouch ist ein guter Kopfballspieler, den wir natürlich gebrauchen könnten. Wie viel fordert er denn? Na gut. Und ein Jahr möchte er drauf machen, machen wir. Und er ist ein Rotationsspieler, damit das auch klar ist. Natürlich weiß ich nicht, ob er bleibt. Das wird man dann sehen. So, was kann ich denn jetzt noch machen? Ich könnte jetzt nochmal zeigen, wie es überall so aussieht. Das ist die Premier League-Tabelle. Chelsea, Arsenal, Tottenham sind vorne. Manu, Liverpool und Man City haben noch nicht das Beste gefunden in dieser Liga. Und wir mit Leicester und Nottingham Forest
auf den letzten Rängen, aber da soll Derby County landen. Ich muss ganz klar sagen, ich freue mich sowas von auf die Saison, weil einfach England was Tolles ist, weil England mit der Stimmung und so weiter, das hat man in der Bundesliga da nicht so erlebt. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen und ich freue mich schon sehr darauf, die neue Saison dann endlich anzugehen. Was heißt neue Saison, Alter? Also eine neue Mannschaft. Die was Tolles ist, denn in Stoke habe ich noch nichts gemacht und ja, von MSV geht es jetzt zu Stoke City. Das ist ein guter Verein. Das heißt also auch, dass ich mich weiterentwickeln möchte. So, das ist auch so das Ziel dieser Karriere, dass ich von unten nach oben komme zu den Top-Trainern. Und Stoke City ist da schon mal nach MSV Duisburg ein guter Anfang, um dort dann höher zu steigen. Irgendwann mal, sagen wir einfach mal, FC Chelsea oder so zu trainieren. Aber das ist noch lange hin. Bis dahin dauert das bestimmt noch lange und das sind noch einige Saisons und ja, ich versuche so viel aufzunehmen, wie es geht. Bis FIFA 17 soll da schon was noch gehen. So. So, da haben wir noch nichts gespielt. Das wird jetzt erst im Januar beginnen. Und ja, ganz unglücklich, aber da sind auch richtig viele No-Names im Viertelfinale. Ja, Burnley ist dabei, diesen Erstliga, glaube ich, noch. Sheffield United, das ist auch so eine No-Name-Mannschaft. Oder die Brighton-Mannschaft da, Brighton Albion. Oder diese Coventry City da oben mit Derby County da. Alter, was für Mannschaften. Jo, dann zeige ich jetzt noch eben die Champions League-Tabelle und dann, boah, Barcelona muss sich dran hängen. Dortmund, ja, Chelsea noch nicht ganz drinne. Porto, Schalke, Real. City macht das ganz locker. Ah, Bayern 04 muss ja noch kommen. Bayern München natürlich. PSG Arsenal. Und so weiter und so fort. Wolfsburg macht das recht souverän. Liverpool mit Jürgen Klopp. Das sieht ganz gut aus. Sie sind weiter. Was haben wir denn noch so? Stuttgart. Oh, Stuttgart ist auch weiter. Was ist das denn für eine gute Mannschaftsleistung? Borussia Mönchengladbach ist auch weiter. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ja, also die deutschen Mannschaften machen sich schon, außer in der Champions League. Aber gut, wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter, würde ich sagen, Richtung Newcastle. Wo natürlich gewonnen werden muss. Ja, Philipp Wolscheid möchte spielen. Den werden wir auf jeden Fall spielen lassen. Und Peter Crouch wird noch ein Jahr mitmachen. Ist das geil. Ich habe ihr Vertragsangebot mit meinen Agenten durchgesprochen und wir beide sind uns einig, dass es unseren Ansprüchen genügt. Ich freue mich darüber, meinen Vertrag zu verlängern zu können und werde alles daran setzen, sie davon zu überzeugen, dass dies die richtige Entscheidung ist. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt auch noch Aktuelles aus England. Sehr gut, das ist ein Talent, das kann man natürlich mal angucken. Taggart, Bradshaw natürlich nicht so. Ivan Rakitic spielt ja auch jetzt in dieser Liga. Michu ist ein guter Stürmer aus Spanien. Aber auch Christian Fuchs könnte man sich vielleicht holen, weil der ist ganz gut eigentlich. Müssen wir mal gucken. Aber sonst sieht das schon mal recht nice aus. Ligaziel ist es, im Mittelfeld zu landen. So, und Jonathan Walters möchte weiter im Sturm spielen, wie es aussieht. Philipp Wolscheid möchte spielen. Er wird auf jeden Fall spielen. Walters weiß ich noch nicht. Vielleicht wird er eingewechselt. Mal gucken. Aber ich würde sagen, das reicht dann auch für heute. Und ja, hier sieht es schon mal so gut aus. Die anderen haben jetzt nicht so gepunktet. Das bedeutet, wir können da vorbeiziehen an Derby County. Und das ist das Ziel. Bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Obwohl, Walters möchte ich noch eben angucken. Ja, guck mal, die Ausdauer und die Stärke. Das ist natürlich sehr gut. Aus Irland, der Mann. Aber irgendwie, Odemwingie, war das nicht irgendwie so ein ganz guter Mann? Ich weiß es gar nicht mehr, aber der kommt mir bekannt vor. Shane Given ist 40 Jahre alt. Das wird für ihn eher nix, würde ich sagen. Butland ist da schon auf jeden Fall einer der besseren. Und ja, dann geht's jetzt in die
Mega geile Saison und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.